Hallo und willkommen zum Teil PCSK9 Hemmung. Es geht um die Senkung des LDL-Cholesterinwerts. Die LDL-Cholesterinämie ist der wichtigste Risikofaktor für die Verkalkung, für die Arteriosklerose. Deshalb ist es besonders wichtig, den LDL-Wert zu senken. Das kann passieren über die LDL-Rezeptoren. Es sollen also vermehrt LDL-Rezeptoren eingebaut werden in die Zellmembran und dadurch kann vermehrt LDL-Cholesterin aus dem Blut aufgenommen werden und dadurch sinkt der LDL-Wert im Blut. Wir hatten besprochen, der Eingriff in die Synthese des Cholesterins durch die Statine beispielsweise. Folge in der Zelle ist zu wenig Cholesterin, die Zelle nimmt vermehrt Cholesterin von außen auf. Heute nun befassen wir uns mit dem rechten Teil. Es geht um das Inclisiran, welches die mRNA für PCSK9 hemmt. Oder es geht dann um Antikörper, die PCSK9 selbst hemmen. PCSK9 ist eine Protease und die Protease fördert den Abbau von LDL-Rezeptoren. Folge, wenn jetzt PCSK9 gehemmt wird, werden vermehrt LDL-Rezeptoren in die Zellmembran eingebaut und damit wird vermehrt LDL-Cholesterin aus dem Blut aufgenommen. Es geht also um die Hemmung von PCSK9 und durch die Antikörper kann der LDL-Wert um bis zu 60% gesenkt werden. Die Substanzen sind leider relativ teuer. PCSK9, Abkürzung für Proprotein-Konvertase, Subtilisin-Kexin Typ 9, ist wichtig für den LDL-Rezeptorabbau. Das heißt, es lagert sich das LDL an den LDL-Rezeptor und es lagert sich das PCSK9 an den Rezeptor. Dieser Komplex wird dann in die Zelle aufgenommen und in der Zelle abgebaut. Das heißt, es werden auch die Rezeptoren abgebaut. Wenn an den Rezeptor an LDL und PCSK9 gebunden wird, wird dieser in die Zelle transportiert, die Endozytose, und LDL sowie der Rezeptor werden abgebaut. Hier greifen dann die Antikörper an. Diese binden PCSK9, verhindern, dass PCSK9 sich an den Rezeptor lagert und in der Folge der Rezeptor wird mit dem LDL in die Zelle aufgenommen, aber er wird nicht mehr abgebaut. Das ist das, was wir hier auf der Abbildung sehen. Wir sehen erstmal rechts den ganz normalen Prozess. Also wir haben hier unseren Rezeptor, den LDL-Rezeptor in blau. Es lagert sich unser LDL an und es lagert sich an das PCSK9. Das Ganze kommt in die Zelle hinein und wird dann in den Lysosomen abgebaut. Das heißt, auch unser Rezeptor wird abgebaut. Jetzt der Vorgang mit der PCSK9-Hemmung durch Antikörper. Das Y, was wir hier sehen. Der Antikörper lagert sich an das PCSK9. Das heißt, es erfolgt nicht mehr die Anlagerung dann an den LDL-Rezeptor. Dieser Rezeptor nimmt das LDL auf, wird in die Zelle aufgenommen und jetzt wird nur noch das LDL abgebaut. Das heißt, unser Rezeptor wird nicht abgebaut und kann wieder in die Zellmembran eingebaut werden. Das heißt, der LDL-Rezeptor kann erneut LDL-Cholesterin in die Zelle schleusen und damit den LDL-Spiegel im Blut senken. Kommen wir nun zur Anwendung der PCSK9-Inhibitoren. Bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko und oder familiär bedingter Hypercholesterolämie, die trotz Statintherapie, gegebenenfalls mit Ezetimib, noch hohe LDL-Cholesterinspiegel haben. Das heißt, der Einsatz erfolgt entweder in Kombination mit einem Statin, um die Statindosis zu senken bzw. dann auch die Zielwerte zu erreichen oder als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Lipidsenkern,
bei Statinintoleranz oder wenn die Statine kontraindiziert sind. Der LDL-Rezeptor wird durch die Protease PCSK9 abgebaut. Die PCSK9-Hemmer, die außerhalb der Zelle das PCSK9 abfangen, es sind Antikörper. Folge jetzt, es kommt zur Endozytose des LDL-Rezeptors ohne PCSK9. Entsprechend wird dann der LDL-Rezeptor nicht abgebaut, sondern recycelt. Das heißt, in der Membran steigt die Anzahl der LDL-Rezeptoren und damit sinkt der Cholesterinspiegel im Blut. Zu den Nebenwirkungen, wie die Statine eventuell diabetogen? Fragezeichen. Dann kommt es sehr häufig zu Infektionen der oberen Atemwege, zu einer Rhinitis, Grippe ähnlich. Die Ursache ist unbekannt. Das sind relativ neue Substanzen, das heißt, der Langzeitnutzen auf die Sterblichkeit ist noch nicht ganz klar. Zu den beiden Antikörpern, die im Einsatz sind. Antikörper, nochmal als Erinnerung, erkennen wir an dem MAP, also monoklonaler Antibody-Antikörper. Das ist zum einen das Evolocumab und zum anderen das Alirocumab. Starten wir mit der ersten Substanz, Anwendung bei primärer Hypercholesterinämie oder gemischter Dyslipidämie, wenn die Statine nicht ausreichen oder nicht vertragen werden. Applikation subkutan alle 2 Wochen ein Pen oder alle 4 Wochen 3 Pens. Diese werden innerhalb von 30 Minuten appliziert. Alternative wäre ein automatischer Minidosierer. Ich habe den Verkaufspreis von 2 Pens angegeben. Der Erstattungsbetrag ist natürlich geringer. Die Nebenwirkungen hatten wir oben erwähnt. Denkbar sind außerdem Rhabdomyolyse. Dann Gedächtnisstörungen, also wie bei den Statinen, durch die sehr niedrigen LDL-Werte, eventuell eine Pankreatitis, dies insbesondere, wenn wir hohe Triglyceridwerte haben. Die zweite Substanz, von der Indikation her das gleiche, die Anfangsdosis 75 Milligramm subkutan, dann die Injektion alle 2 Wochen, eventuell stärkere Dosis 150 Milligramm oder dann 300 Milligramm alle 4 Wochen. Grundsätzlich gilt, die Einstichstelle wechseln, nicht in Stellen injizieren, wo das Insulin injiziert wird, natürlich auch nicht in Stellen injizieren, wo die Haut verändert ist und ganz wichtig, nicht kalt injizieren. Das ist dann schmerzhaft. Kommen wir nun zur letzten Substanz für heute, das Inclisiran an. Relativ teuer. Ich habe den Preis einer Fertigspritze angegeben. Nach Fachinformation. Der Wirkstoff ist eine doppelsträngige, kleine, interferierende Ribonukleinsäureeinheit, sogenannte siRNA. Diese ist konjugiert mit N-Acetylgalactosamin. Die Substanz koppelt letztlich dann an den Hepatozyten an den Rezeptor. In den Hepatozyten nutzt nun die Substanz, das Inclisiran, den RNA-Interferenzmechanismus und steuert den Abbau der mRNA für PCSK9. Damit wird das Recycling des LDL-Rezeptors erhöht und damit wird wieder der LDL-Spiegel gesenkt. Die Applikation erfolgt subkutan zu Behandlungsbeginn, danach 3 Monaten und danach alle 6 Monate. Auch hier neue Substanz, der Langzeitnutzen ist noch unklar, Studien laufen. Die Indikationen kennen wir mittlerweile, die primäre Hypercholesterinämie, heterozygot familiär und nicht familiär oder die gemischte Dyslipidämie. Ganz wichtig, immer die grundlegenden Dinge, Diät halten, diätetische Therapie und natürlich auch Bewegung. Es besteht ein Verordnungsausschluss, das heißt, der Wirkstoff ist ein Reservemedikament bei therapierefraktärem Verlauf mit Indikation zur LDL-Apherese. Was das ist, kommt gleich. Trotz einer über einen Zeitraum von 12 Monaten dokumentierten maximalen diätetischen und medikamentösen lipidsenkenden Therapie. Schauen wir uns den Wirkungsmechanismus ein bisschen näher an. Wir sehen hier oben unsere doppelsträngige RNA, also das Inclisiran, mit einem Endteil, dem Schwanzteil aus N-Acetylgalactosamin. Das ist der Teil des Moleküls, der an den Rezeptor koppelt
und das Ganze letztlich dann in die Zelle hinein transportiert. Hier bindet dann der Antisense-Strang, der kotogene Strang, an den Riskfaktor. Das, was wir hier sehen, also das ist jetzt unser Antisense-Strang gebunden an Risk. Und das Ganze bindet an die Messenger-RNA von PCSK9. Das sehen wir hier, die wurde produziert. Das ist unsere mRNA für PCSK9. Die beiden vereinigen sich und es kommt zum Abbau der mRNA. Folge davon, es wird weniger PCSK9 produziert. Es kann auch weniger dann nach außen abgegeben werden und an den LDL-Rezeptor binden. Das ist ja das, was normalerweise passiert. Wir haben hier unseren LDL-Rezeptor. Es bildet LDL an den Rezeptor. Es bildet das PCSK9 an den Rezeptor. Das Ganze wird in die Zelle abgenommen und komplett abgebaut. Das heißt, es werden auch die Rezeptoren abgebaut. Wenn wir jetzt weniger PCSK9 haben, bindet nur unser LDL-Cholesterin an den Rezeptor. Das Ganze wird in die Zelle aufgenommen. Der Rezeptor wird nicht abgebaut und kann recycelt werden. Das heißt, er kann weiteres LDL-Cholesterin aufnehmen und so wird letztlich der LDL-Cholesterinspiegel gesenkt. Das war der Teil, der sich mit der Hemmung des PCSK9 beschäftigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.